Und damit begrüße ich euch zum heutigen Angespielt. Wir wollen heute mal wieder ein Spiel testen, was man eventuell online gegeneinander zocken könnte, auch in Community-Streams. Und das ist Cake Bash. Ich schaue heute mal in die Demo rein, was dieses, ja, Kampf-Party-Game so kann. Es geht letzten Endes darum, der leckerste Kuchen von allen zu sein. In so kleinen, ja, Minispielen, Kampfminispielen und so weiter und so fort. Wie das dann genau aussieht, schauen wir mal. Es soll, glaube ich, auch so ein bisschen was von Gangbeasts haben. Für 20 Euro wäre es erhältlich. Wie gesagt, die Demo aktuell kostenlos hier und da erhältlich. Und ja, ob das Ganze Crossplay hat, weiß ich nicht. Das könnt ihr mir super gerne in die Kommis reinschreiben. Wir schauen aber jetzt mal rein, was das Spiel so kann. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. So Leute, damit sind wir im Hauptmenü. Wir können jetzt ein paar Demo-Spiele ausprobieren, was ich noch nicht rausgefunden habe, wie das mit dem Online funktioniert. Laut Beschreibung soll es aber über Nintendo Online funktionieren. So hatte ich es zumindest gelesen gehabt. Ja. Ob man da gezielt irgendwelche Lobbys aufmachen kann oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich habe schon mal das Tutorial gespielt, um jetzt hier erstmal richtig gut dabei zu sein. Und da bin ich jetzt mal gespannt. So, als allererstes suchen wir uns mal hier quasi einen leckeren Kuchen aus, mit dem wir kämpfen wollen. Das Kuchenstück mit den meisten Sweeties gewinnt. Du lässt Süßigkeiten an deinem Kuchen kleben, indem du über sie rüberläufst. Schlage mit Y, um die Süßigkeiten abzuschlagen. Alles klar, let's go. Also über Süßigkeiten drüber laufen und unseren Gegnern die Süßigkeiten abschlagen. Blöd. Ey! Aua! Du blöder Wichser! Alter, das war close. Das wäre fast auf mir drauf gelandet. So, erstmal, genau, erstmal auch so ein paar Leute K.O. gehauen. Uiuiui. Die Waffe, das ist meine. Haha, nice, Alter. Woo! Also immer schön dann die Waffen nehmen und natürlich weiter Sweeties aufnehmen. Ey, ey! Der Wichser, ich konnte gar nichts mehr machen. Ich hab gedrückt wie ein Bekloppter. Wo bin ich denn? Ach, hier hinten. Oh, hier ist eine Waffe. Nein! Schnell weg hier, schnell weg hier, schnell weg hier. Ey! Hahaha! Arsch. So, mal gucken. Yes! Nein, Alter, dieses Scheißding ist auch mit drauf gelandet. Der Wichser! Der hat mir meine Waffe weggenommen! Ich glaube, ich. Jetzt geht's so los, oder wie? Hä? Warum bin ich K.O.? Warum gehe ich K.O.? Meine Waffe? Kommt mal her, ihr Affenkinder. Nein, ich war zu langsam in Schlag! Noch 15 Sekunden. Nein, nein, nein. Komm, steh auf, Junge, steh auf. Steh auf! Lass dich. Ja, ja. Jawohl, Alter, die haben nochmal schön aufs Maul bekommen. Easy win, easy win, easy win. Oh, leck, komm hier. So, tatsächlich genau das gleiche Spiel, bloß auf einer anderen Map ist es dann. Okay, also das untere, das graue, ist dann quasi die Map-Auswahl. So, erstmal ein paar hier K.O. geschlagen, so wie sich das... Alter, hier kommt dann immer mal ein... Leck mich am Arsch, ey, da kommt dann jetzt so ein Kackvogel. Ey, wird nicht geschlagen. Na, dieser... Dachs hat mir den Löffel ins Gesicht gehauen. Jetzt geht's so los. So, erstmal noch ein paar von den Affen K.O. geschlagen. Oh Gott, lass mich bloß in Ruhe. Ja, genau. Ah, warum erwischt er mich? Diese blöde Kacktaube! Warum kommt hier drüben auf einmal so viel runter? Nein! Lass mich doch in Ruhe, ich muss Süßigkeiten sammeln. Nein! Mann! Was passiert hier? Oh Gott, das wird richtig knappes Rennen hier am Ende. Aber auch das haben wir gewonnen.
So, schleudere so viel Obst wie möglich in die Torte. Alles klar. Du Dreckwichser! Nein! Nein, eine Golderdbeere! Gieß es! Nein! Aus! Aus! Du blöder Wichser, Alter! Mann! Yes! Noch mein Zehner gesnackt, Alter. Das sollte safe sein jetzt für mich. Mann! Das gibt's ja gar nicht! Nein, 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 das ist meine! Meine! Oh! Arschloch! Das kriegst du wieder! Das kriegst du wieder! Easy win! Gâteau Royal, Messer, Gabel, weiche auf einem schrumpfenden Kuchen dem Besteck aus. Okay. Slippers. Okay, aber man kann jetzt nicht mehr schlagen. Man muss jetzt wirklich aufpassen, dass man eben nicht erwischt wird. Das ist richtig schwer. Alter, das ist richtig schwer. Ja, Alter. Oh mein Gott. Also, röste den leckersten Marshmallow am Lagerfeuer. Okay, nach unten gedrückt zum Rösten. Wenn du meinst, dass du fertig bist. Okay. Oh, toll, Alter. Das ist ein 44er. Das ist halbwegs schwer, diese Scheißrüsten. Nein! Ich bin übelst schlecht im Marshmallow-Rösten. Oh, der ist gut. Oh, Alter, das war knapp. Der ist schon golden geworden. Na, yes, Alter, 100. ...99. Ich hol auf. Komm, einer geht nach. Den krieg ich. Nein! Dieses Scheißfeuer! Toll! Ich bin noch Dritter. Weiß nicht, ob wenn die diese Pusteln haben, ob das schon schlecht ist. Yes! Na, fuck! Yes, 900er.
80, das war ein Ticken zu spät. Ach, scheiße, die sind dann, wenn das Feuer richtig losgeht, dann sind die... Komm. Ja, egal, ich nehme die 7er. Oh, das ist der Sieg, Alter! Yes! Ich schmeck mal wieder am leckersten. Aber Leute, das war's zu diesem kurzen und knackigen Angespielt heute. Das war's zu Cake Bash. Für 20 Euro zum Beispiel auf der Switch erhältlich. Ich weiß nicht, ob es Crossplay hat, aber ich könnte mir fast vorstellen, dass es kein Crossplay hat. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, man kann es online miteinander spielen, man kann es lokal spielen. Ja, sind ein paar lustige kleine Minispiele, inwiefern das allerdings was ist, was man häufiger und länger miteinander spielen kann. Das sei mal dahingestellt, das glaube ich fast nicht. Da müssen dann definitiv mehr Spiele noch dazukommen. Ja, okay, sind in der Vollversion natürlich noch ein paar mehr Spiele mit dabei als hier in der Demo-Version. Aber ich glaube, insgesamt kann man hier für kurze Zeit sehr, sehr viel Spaß haben, aber auf Dauer, denke ich, ist es dann einfach zu eintönig. Das ist meine Einschätzung. Schreibt gerne in die Kommis, was ihr davon haltet. Ich bedanke mich dafür, dass es dabei war. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann schaltet gerne zum nächsten Angespielt wieder ein. Bis dahin. Macht's gut.